Es braucht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass hier einmal das Herz der britischen Wirtschaft schlug, hier am Albert Dock im Hafen von Liverpool. Zu Zeiten der Queen Victoria, vor rund 100 Jahren, wimmelte es hier von Frachtschiffen aus aller Welt. Da kam Zucker von den westindischen Inseln, Palmöl aus Afrika, Baumwolle aus dem Mississippi-Delta. Und bezahlt wurde das alles durch die Ausfuhr von Textilien und Kohle. Besser, Ein- und Ausfuhren wurden in Gold verrechnet, dessen Wert weltweit festgelegt war, nach dem Goldstandard. Da Großbritannien auf dem Weltmarkt mehr Waren absetzte, als es einführen musste, wuchsen die Goldreserven in der Bank von England zusehends. Die Wirtschaft blühte, das Königreich hatte sein goldenes Zeitalter. Mit dem Ersten Weltkrieg änderte sich das. Da nämlich wurden mehr Einfuhren nötig, als Ausfuhren möglich waren. Am Ende des Krieges war Großbritannien wirtschaftlich so geschwächt, dass es sich vom Goldstandard löste. Die Schwäche blieb, verstärkte sich mehr und mehr und wurde schließlich zur schlimmsten Krise, die das Land je heimgesucht hat. Kann eine Wirtschaftskrise solchen Ausmaßes sich wiederholen? Schauen wir zurück, um zu erfahren, warum sie so tiefgreifend war, warum sie so lange andauerte und warum ihr die wechselnden Regierungen so hilflos gegenüberstanden. Am härtesten betroffen waren jene Gebiete, die ihren Wohlstand dem einst regen Export zu verdanken hatten. Lancashire, Clydeside, der Nordosten und die Täler von Südwales. Vor 1914 waren hier die leistungsfähigsten britischen Industrien. In den 20er Jahren lagen sie im Sterben. Andere Nationen hatten inzwischen Großbritanniens frühere Absatzmärkte für Textilien, Kohle, Stahl und Industriemaschinen erobert. In der Hoffnung, Großbritanniens einstige Vormachtstellung im internationalen Handel und Finanzwesen wiederherzustellen, beschloss die konservative Regierung 1925 die Rückkehr zum Goldstandard. Dadurch verteuerten sich die britischen Exporte auf dem Weltmarkt und der Absatz stockte noch mehr. Die Rückkehr zum Goldstandard hatte also die Wirtschaftsflaute nur noch verstärkt. 1929, als die Hauptindustriezweige des Landes halbtot waren, wählten die Briten Ramsay MacDonald und seine Labour Party, die Arbeiterpartei. Schlimmer als bisher könne es ja nicht kommen, meinten sie. Sie sollten sich irren. Denn nur 5 Monate später war der große Börsenkrach in New York, der Startschuss zur Weltwirtschaftskrise. Großbritanniens Exporte gingen noch mehr zurück. Im September 1931 zwang die katastrophale Zahlungsbilanz Großbritannien zur endgültigen Aufgabe des Goldstandards. Aber die dadurch verbilligten Exporte konnten der Wirtschaft auch nicht mehr helfen. Die nun verbesserte Wettbewerbsfähigkeit war nutzlos in einer Welt, in der kein Handelspartner von der Depression verschont blieb. Ein Jahr später hatte Großbritannien 3 Millionen Arbeitslose. Premierminister MacDonald versuchte zu beruhigen. Nation is in difficulties. Not permanent trouble and not permanent difficulties. Temporary, purely temporary. And we must establish by our action here. Die Nation ist in Schwierigkeiten. Es sind keine dauernden Sorgen und Schwierigkeiten, sondern vorübergehende, nur vorübergehende. Wir alle müssen durch unser Handeln gemeinsam ein internationales Vertrauen in unsere Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, unsere Ehre und Zielstrebigkeit erwerben. Dann wird uns kein Land der Erde herausfordern können. Um den Goldstandard zu retten, hatte Premierminister MacDonald im August 1931 das uneinige Labour-Kabinett aufgelöst und eine Allparteienregierung aus Konservativen, Liberalen und Labour-Mitgliedern gebildet. Als nur einen Monat später dennoch der Goldstandard aufgegeben werden musste, hielt MacDonald das Land für ernstlich bedroht. Er fürchtete, dass nun der Wert des Pfundes so tief sinken würde, dass Großbritannien nicht mehr kreditwürdig wäre, und malte ein düsteres Bild von der Zukunft. I hold in my hand an envelope of a letter posted in Berlin and sent to England at the time when... Ich habe hier einen Briefumschlag, der in Berlin aufgegeben und nach England abgeschickt wurde, als die deutsche Währung 1923 zusammenbrach. Sie können sehen, dass die Briefmarken darauf die gewaltige Summe von 80.000 Millionen Mark kosten. Das waren einmal 4.000 Millionen Pfund Sterling. Das geschieht, wenn das Währungssystem eines Landes zusammenbricht. 1.000 Millionen Pfund Sterling.
That is the result of a smash of the credit of a country. Der angesehene britische Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes bestritt jedoch, dass die Abkehr vom Goldstandard solche Folgen haben könnte. Es besteht keine Gefahr, dass der Wechselkurs zu tief sinkt. Es besteht auch keine Gefahr, dass die Lebenshaltungskosten beträchtlich ansteigen, schlimmstenfalls so hoch wie vor 2 Jahren. Aber inzwischen wird der britische Handel schon einen gewaltigen Ansporn erhalten haben, mehr als den meisten aufgefallen sein wird. Es ist doch wundervoll für unsere Geschäftsleute und Fabrikanten, wieder Hoffnung zu schöpfen. Aber sie dürfen sich niemals wieder in den goldenen Käfig sperren lassen, in dem sie so lange unglücklich waren. Keynes drängte die Regierung, die Befreiung von den Zwängen des Goldstandards zu nutzen und nun ein Programm zur Wiederbelebung der Wirtschaft durch Investitionen aufzustellen. Er war überzeugt, dass durch öffentliche Ausgaben, finanziert mit großen, gewollten Haushaltsdefiziten, die Zahl der Arbeitsplätze erhöht und letztlich so die Arbeitslosigkeit beseitigt werden könne. Doch Macdonalds Koalitionsregierung wollte davon nichts wissen. Sie glaubte, Haushaltsdefizite wären dem Vertrauen der Nation und des Auslandes abträglich. Sparsamkeit und wirtschaftliche Einschränkungen seien die Schlüssel zur Wiedererlangung von Vertrauen und Wohlstand. Neue Methoden, wie die von John Maynard Keynes, gefielen diesen Politikern überhaupt nicht. Sie bauten darauf, dass die Krise, die sie kaum verstanden, vorübergehen würde, wenn sie so wenig wie möglich eingriffen. Der angesehene Wirtschaftspolitiker Sir Josiah Stamp brachte die Auffassung der Regierung deutlich zum Ausdruck. A few words about saving. Saving seems to be a very prosaic subject. Ein paar Worte über das Sparen. Sparen ist ein sehr reizloses Thema. Ausgeben ist viel reizvoller. Es befriedigt die Neugier, während Sparen Selbstbeherrschung verlangt. Man muss auf etwas verzichten, das man sehr gern hätte, wenigstens im Augenblick. Ausgeben scheint etwas viel Besseres zu sein, denn es lässt die Räder rollen und ist gut für den Handel. Sparen, das erscheint vielen wenig aufregend. In Wahrheit aber ist Sparen auch gut für den Welthandel. Und die Behauptung, nur Ausgeben sei gut für den Handel, ist falsch. Now, of course I know it's quite true that saving isn't very good for trade if it's merely saving in a stocking. Natürlich weiß ich, dass Sparen nichts nützt, wenn man sein Geld wie früher in den Sparstrumpf oder in die Teekanne steckt. Aber jedes Pfund, das Sie in einem Staatspapier, auf der Sparkasse, bei der Baugenossenschaft oder sonst wie anlegen, läuft direkt in die große Geldmaschine. Keynes Rezept, Schaffung von Arbeitsplätzen durch hohe Staatsverschuldung dagegen, blieb von der Regierung ungenutzt. Es ist Teil einer Wirtschaftslehre, die Keynes hier im King's College in Cambridge entwickelte. Er und seine Anhänger hier und anderswo in der Welt vertieften diese Lehre noch. Sie gab künftigem Wirtschaftsdenken eine völlig neue Richtung. Erst rund 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg erkannten Regierungen endlich, dass die Keynesian Ideen das verheerende ständige Auf und Ab in der Wirtschaft beenden könnten. Aber in den 30er Jahren wollte die britische Regierung von Keynes Ideen nichts wissen. Keynes war ein Prophet, der in seinem Vaterland bis lange nach Kriegsausbruch nichts galt. Die Konservativen glaubten an ihr eigenes Heilmittel, die Schutzzollpolitik. Die Drosselung ausländischer Einfuhren würde sowohl den Unternehmern als auch den Arbeitern nützen. Im Frühjahr 1932 wurden ausländische Fertigwaren mit einem Zoll von durchschnittlich 25, bei einigen Waren sogar von 50% belegt. Dann wandte sich die Regierung den Märkten des Commonwealths zu. Durch Vorzugsbehandlung der Mitglieder der britischen Völkergemeinschaft sollte das Empire in eine Insel des Wohlstands inmitten eines Meeres wirtschaftlicher Not verwandelt werden. Schatzkanzler Neville Chamberlain wollte die Träume, die sein Vater, der Politiker Joseph Chamberlain, 30 Jahre zuvor geträumt hatte, verwirklichen. In Ottawa trafen sich 1932 alle Regierungschefs des britischen Staatenbundes.
Die britische Regierung wollte sie dazu bewegen, durch Zölle gegen die übrige Welt den britischen Exporteuren Absatzmärkte zu garantieren. Als Gegenleistung sollten sie ihre Exporte bevorzugt in Großbritannien absetzen dürfen. Thursday, February the 4th, 1932, was the day on which Great Britain took the historic decision. Dienstag, der 4. Februar 1932, war der Tag, an dem Großbritannien den geschichtlichen Entschluss fasste, große Veränderungen vorzunehmen. Es schaffte das System der freien Importe ab, um seine Freiheit zurückzugewinnen. Die Freiheit, seine eigenen Märkte zu beherrschen. Die Freiheit, dem eigenen Volk eine Chance zu geben. Und die Freiheit, seine Bürger daheim und in Übersee gegenüber anderen ein bisschen zu bevorzugen. Inzwischen lassen wir die Erzeugnisse der Kolonien frei auf unseren Markt kommen und verlangen von den Mitgliedern des Staatenbundes keine Abgabe, bis wir in Ottawa alles mit ihnen besprochen haben. Wir tun dies, weil die Menschen in den Kolonien und Dominions die besten Kunden sind, die wir heute für unsere Waren haben. Je mehr wir ihnen helfen, umso mehr nützen wir uns selbst. The more we are going ultimately to benefit ourselves. Now, if I can put in one sentence. Wenn ich in einem Satz zusammenfassen sollte, was wir uns von diesem großen Plan versprechen, dann sage ich, er soll neue Hoffnung in den Herzen unserer Menschen wecken und eine neue Grundlage für ein vereintes Empire bilden. Die Konferenz in Ottawa scheiterte. Länder wie Kanada und Australien wollten lieber ihre eigenen Industrien entwickeln, als mehr Weizen oder Hammelfleisch an Großbritannien verkaufen. Das britische Reich als Wirtschaftseinheit gehörte der Vergangenheit an. So lief die geplante Vorzugsbehandlung der britischen Völkergemeinschaft auf eine Isolierung des britischen Mutterlandes hinaus. Aber dennoch war etwas gewonnen. Die Zölle machten eingeführte Waren so teuer, dass die britischen Hersteller es sich leisten konnten, in neue Massenproduktionstechniken zu investieren. Die Zölle schenken ihnen eine Atempause, in der sie ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern konnten. So konnte die Stahlindustrie sich rasch erholen. 1937 lag die Produktion um 20% höher als vor der Wirtschaftskrise. Ein 1934 in Corby in Northamptonshire eröffnetes neues Stahlwerk beschäftigte 1936 schon 4000 Männer, von denen viele aus den von der Krise schwer betroffenen Industriestädten Schottlands kamen. Auch der Automobilindustrie nützten die Zölle. Zwischen 1930 und 1938 stieg die Zahl britischer Autos auf den Straßen um 60%. Bereits 1933 begann auch ein Aufschwung im Wohnungsbau, vor allem in den Vorstädten von London und Birmingham. Dazu entstanden viele Meilen gepflegter Straßen. Hunderttausende zogen zum ersten Mal in ein eigenes Haus. Aber die neuen Häuser, Industrieviertel und Untergrundbahnhöfe der Londoner Vorstädte waren nur ein kleiner Lichtblick. Alle Bauaktivitäten und vereinzelt gesteigerte Industrieproduktion lösten längst nicht das Arbeitslosenproblem. Bis Mitte 1935 sank die Zahl der Arbeitslosenunterstützungsempfänger nicht unter 2 Millionen und danach auch nur sehr langsam. Bis 1939 lag sie stets weit über 1 Million. In London war die Arbeitssituation nicht ganz so bedrückend wie in den Industriegebieten, wo sich in all den Jahren nichts verändert hatte. Großbritanniens Industrie war immer noch auf Exporte ausgerichtet und die ließen weiterhin auf sich warten, weil die ganze Welt unter den Folgen der Wirtschaftskrise litt. Wenn die Regierung wirklich den sterbenden Export durch einen starken Binnenmarkt ersetzen wollte, waren kräftigere Maßnahmen als die Zölle nötig. Entweder Keynes Programm Arbeit durch hohe öffentliche Ausgaben oder etwas noch Mutigeres. Aber die führenden Politiker des Landes wollten von den radikalen Ideen nichts wissen. Sie wiesen auf ihre bisherigen Erfolge hin und wollten die Arbeitslosigkeit nicht sehen. Just as it ignored the unemployment problem. Wie vor dem Arbeitslosenproblem verschloss die Regierung auch die Augen vor den internationalen Folgen ihrer Wirtschaftspolitik.
Als Großbritannien zur Aufgabe des Goldstandards gezwungen war, nahm die übrige Welt den plötzlichen Wettbewerbsvorteil hin und war bereit, damit zu leben. Doch als sich Großbritannien 5 Monate später auf die neue Zollpolitik verlegte, war dies ein Signal für den Zusammenbruch des ganzen internationalen Wirtschaftssystems. Jedes Land versuchte nun, sich mit Zöllen und Abwertung seiner Währung Vorteile vor anderen Ländern zu verschaffen. Die wenigen Länder, die keine Zölle erhoben, etwa Deutschland und die Vereinigten Staaten, waren besonders benachteiligt. Sie mussten die Einfuhren verringern, um ihre Zahlungsbilanz zu schützen. Und die Löhne ihrer Arbeiter wurden niedrig gehalten in der Hoffnung, dass mit weniger Geld weniger Importe gekauft würden. Es war genau das, was Keynes eine Irrenhauswirtschaft nannte. Die Länder machten sich um die Wette ärmer, um ihre Exporte steigern zu können. Alle Länder sanken noch tiefer in die Wirtschaftskrise. Und das wirkte auch wieder auf Großbritannien zurück. Das Arbeitslosenelend nahm kein Ende. Die Schlange vor dem Arbeitsamt war eine halbe Meile lang. Und wenn man drankam, fragte der Beamte: Haben Sie seit dem letzten Mal gearbeitet? Das war die übliche Begrüßung. Because at that time there was a bit of casual labor with the docks. The Rossi dock was there. And there were a bit of casual labor because they were unloading ships, red lead, coal. Damals wurden im Hafen hin und wieder Gelegenheitsarbeiter gebraucht, am Rossi dock. Dort wurden Schiffe ausgeladen, Rotbleierz, Kohle, Eisenerz und so weiter. Manchmal konnten Arbeitslose da einen Job bekommen. Wenn die Hafenarbeiter anfingen mit dem Ausladen, waren dann manchmal noch ein paar Plätze frei, auf die Hunderte von Männern warteten. Deshalb wurde gelost. Ich war kräftig, aber klein und konnte mit den großen Kerlen nicht mithalten. Die Lose wurden in die Luft geworfen. Wenn sie dann herunterfielen, trampelten sie einem auf den Händen herum. And they landed down. And a lot of people, they're trampling in your hands, a lot of people injured. Bei diesen Verlosungen sind viele verletzt worden. Damit musste man rechnen, wenn man mitmachte. Ich habe nie mitgemacht, weil ich gar keine Chance hatte. Because I had no chance, you know. The housing conditions were terrible. Toilets, 3 or 4 families. Things of that description. Die Wohnbedingungen waren schrecklich. Toiletten, 3 oder 4 Familien. Es spottete jeder Beschreibung. Damals herrschte irgendwie mehr Solidarität unter den Menschen. Sie halfen einander mehr. Die Ernährungsbedingungen waren auch schrecklich. Kaltes Hammelfleisch gab es häufig. Es war damals sehr billig. Und Hering. Das waren damals die billigsten Nahrungsmittel. Die Menschen waren nicht richtig ernährt. Unter den Arbeitern herrschte eine gereizte Stimmung. Die Bedingungen in Glasgow waren wirklich erbärmlich. I would say the conditions in Glasgow were really deplorable. Tragic though its consequences were for Europe and for America. Obwohl ihre Folgen für Europa und Amerika schlimm genug waren, hatte die Weltwirtschaftskrise eine geradezu verheerende Wirkung in jenen Ländern, die Rohstoffe für die Industrieländer produzierten und davon lebten. Denn als die Nachfrage nach Waren wie Rohgummi, Zinn und Kupfer sank, fielen die Preise dafür auf einen Bruchteil der Preise in den 20er Jahren. Dieser Preissturz ruinierte die armen Länder. Sie hatten sich in den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs stark verschuldet, um ihre Produktion zu modernisieren. Nun konnten sie ihre Schuld nicht zurückzahlen und wurden, als sie es trotzdem versuchten, nur noch ärmer. Selbst in guten Zeiten hatte die wachsende Bevölkerung Asiens, Afrikas und Lateinamerikas einen niedrigeren Lebensstandard als die Arbeiterklasse der Industrienationen. In China stürzte die Weltwirtschaftskrise Millionen Menschen in einen verzweifelten Kampf ums Überleben. Einige dieser armen Länder waren Kolonien europäischer Mächte, wie Britisch-Indien, Französisch-Afrika und Niederländisch-Ostindien. Andere waren Kolonien, ohne offiziell so genannt zu werden. Ihr aller Elend schlug in die westliche Welt zurück. Die armen Länder waren stets wichtige Abnehmer von britischen Baumwollstoffen, deutschen Maschinen und amerikanischen Lastwagen gewesen. Jetzt konnten sie sich keine teuren Importe mehr leisten. Der Verlust dieser Märkte schwächte das Wirtschaftsleben der Industriestaaten noch mehr. Die Weltwirtschaftskrise war in den armen Ländern nicht weniger nachhaltig als in Europa und den Vereinigten Staaten.
In den Kolonien trug sie dazu bei, das Märchen von der Unbesiegbarkeit des Westens zu zerstören und schürte die Unabhängigkeitsbewegungen, die Ende der 40er Jahre die Kolonialreiche davonfegten. In den unabhängigen Ländern der Dritten Welt geriet die Demokratie unter einen Druck, dem ihre politischen Systeme nicht gewachsen waren. In Argentinien zum Beispiel führte der Zusammenbruch des Weltpreises für Rindfleisch und Getreide zur Diktatur Peróns. In Japan hatte die Weltwirtschaftskrise den Sturz der konstitutionellen Regierung zur Folge. Japan war das einzige Land außerhalb der westlichen Welt, das erfolgreich den Weg zur Industrialisierung eingeschlagen hatte. Eine Militärregierung übernahm die Macht. Ihr Ziel war es, die Wirtschaft Japans durch die Einverleibung asiatischer Märkte zu retten. Sie träumte von der großasiatischen Wohlstandssphäre, von einem japanischen Wirtschaftswunder. So führte die Wirtschaftskrise im Fernen Osten also genau wie in Europa zu Diktatur, Imperialismus und Krieg. Es war ja nicht der Konflikt in Europa, sondern der japanische Angriff auf die amerikanische Pazifikflotte in Pearl Harbor, der 1941 die USA in den Krieg hineinzog. Die Aufrüstung, der Krieg, setzte der Weltwirtschaftskrise schließlich ein Ende. Hier in Dumbarton Oaks in Washington beschlossen Großbritannien und die USA im Sommer 1944, noch vor Kriegsende, gemeinsam neue Wirtschaftsformen zu entwickeln, die künftig Krisen und Kriege verhindern sollten. Anders als nach dem Ersten Weltkrieg waren die USA nun bereit, die Führungsrolle zu übernehmen. Can it happen again? Kann das alles noch einmal geschehen? Könnte die Welt jemals wieder in so tiefe wirtschaftliche Not geraten wie von 1929 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges? Auf diese bange Frage erwarteten die Menschen eine Antwort. Und sie hofften, die Antwort müsse Nein lauten. Nein, das Gespenst einer neuen Wirtschaftskrise sei durch die Weisheit der Politiker gebannt worden. Hier, in diesem Haus, im Sommer 1944. At a subsequent meeting at Bretton Woods in New Hampshire, bei einem späteren Treffen in Bretton Woods in New Hampshire kam es dann zum Entwurf eines neuen Wirtschaftssystems, das stark von den Ideen John Maynard Keynes geprägt war. Keynes trat dafür ein, feste Wechselkurse zwischen den internationalen Währungen festzulegen. Die Vereinigten Staaten, das reichste Land der Welt, sollten als Grundlage dieses Systems den Dollar bereitstellen. Die Preise aller Währungen müssten sich dann nach dem Dollar richten, der seinerseits zum Satz von 35 Dollar je Unze ans Gold gebunden sei. Feste Wechselkurse sollten die wilden Währungsschwankungen verhindern, die der Wirtschaftskrise während der ganzen 30er Jahre Auftrieb gegeben hatten. Damit die einzelnen Länder auch in kritischen Situationen feste Wechselkurse halten konnten, wurde in Bretton Woods eine weltweite Organisation gegründet, der Internationale Währungsfonds, IWF genannt. Aus dem Fonds sollten im Notfall Kredite freigegeben werden für Länder, die sich in Zahlungsschwierigkeiten befanden, um es ihnen so zu ermöglichen, bei ihrem Dollarwechselkurs zu bleiben. So hätte das betreffende Land eine Atempause, in der es seine Wirtschaftsprobleme in Ordnung bringen könnte, ohne zu Lösungen zu greifen, die anderen Nationen Schaden bringen. Doch als der Krieg vorüber war, zeigte sich, dass das verwüstete Europa viel mehr Hilfe brauchen würde, als der Internationale Währungsfonds allein leisten konnte. Die Vereinigten Staaten übernahmen ihre neue Rolle als Führungsmacht der westlichen Welt. Mit ihrer Hilfe gegen den Hunger, einem angloamerikanischen Darlehen und schließlich dem Marshallplan pumpten sie Milliarden Dollar in den europäischen Wiederaufbau. Die Europäer kauften für diese Dollars nicht nur Waren in Amerika, sie betrieben damit auch Handel untereinander, als ihre Wirtschaft sich langsam erholte. Wie Martin Mayer in seinem Werk Das Schicksal des Dollar erklärte, wurde der Dollar ein anerkanntes Zahlungsmittel zwischen den Nationen. Wenn ein Land für Dollars Gold haben wollte, war die Regierung der Vereinigten Staaten gemäß dem Abkommen von Bretton Woods bereit, es zu einem festen Preis zu verkaufen. Wer Dollars besaß, konnte auch Zinsen darauf bekommen. Es gab also für die Länder gute Gründe, Dollars zu besitzen, um Waren in den USA zu kaufen und für ihren Handel untereinander.
Anstatt die internationalen Geschäfte in niederländischen Gulden, britischen Pfunden, französischen Francs und später auch in deutscher Mark abzuwickeln, war es doch viel einfacher, dafür den Dollar zu nehmen und erst im eigenen Land in die nationale Währung umzurechnen. Das funktionierte ausgezeichnet und förderte den Welthandel und den innereuropäischen Handel. Dazu kam in den 50er Jahren die sogenannte Europäische Zahlungsunion, die ebenfalls mit Dollars finanziert wurde. All dies ölte das Räderwerk des Handels und erleichterte es den Nationen, ihre Produkte im Ausland zu verkaufen und dann zu importieren, was sie aus dem Ausland brauchten. Das Ganze wurde nicht in ihren nationalen Währungen berechnet, auch nicht in Gold, das knapp war, sondern eben in Dollars. Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre waren die Nationen froh, Dollars zu besitzen. Je mehr, desto besser. Sie kauften dafür hauptsächlich amerikanische Industrieerzeugnisse, die technisch überlegen, billiger und reichlich erhältlich waren. Aber Wiederaufbau und Industrieaufschwung, vor allem in Deutschland und Japan, brachten die amerikanische Vorherrschaft Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre ins Wanken. Nun waren die Europäer nicht mehr so begeistert vom Dollar. Aber der Zufluss ebbte nicht ab. Die amerikanische Regierung gab Milliarden für Auslandshilfe und für ihre Streitkräfte in Übersee aus. Überall in der Welt kauften amerikanische Firmen, Fabriken und Grundstücke. Amerikanische Touristen brachten Dollars in alle Erdteile. Und auch europäische Geschäftsleute borgten weiterhin Dollars bei amerikanischen Banken, um ihren Handel zu finanzieren. All diese Dollars flossen schließlich in die Zentralbanken Europas und Japans und nur zum Teil wieder zurück in die USA. Der Bedarf an amerikanischen Erzeugnissen war erheblich zurückgegangen. Die eigene Wirtschaft konnte konkurrieren. Wohin also mit all den Dollars? Aber da war ja die Garantie der USA, Dollars gegen Gold umzutauschen. Schließlich befanden sich mehr Dollars in ausländischem Besitz, als es Gold zum Einlösen gab. Und die amerikanische Zusage von Bretton Woods, für 35 Dollar eine Unze Gold zu geben, war märchenhaft. Während die anderen Länder mit den Dollars Handel betrieben und ihre Wirtschaft aufblühte, konnten sie auch Reserven für später anlegen, um ihre eigenen Währungen zu stützen. Als die Dollarreserven immer größer wurden, standen sie vor der Wahl, die Dollars zu behalten und dafür Zinsen zu kassieren oder sie in Gold einzutauschen. In den späten 50ern, als der europäische Wohlstand weiter wuchs und die Reserven ebenfalls, da verlangten dann immer mehr europäische Länder Gold. Ende der 50er Jahre sahen die Vereinigten Staaten, dass ihr Gold schnell abfloss. Und nun mussten sie sich Gedanken machen, ob das System von Bretton Woods überlebensfähig war. Der Regierung der Vereinigten Staaten, erst unter Präsident Kennedy, dann unter Präsident Johnson, machte aber noch ein anderes Problem zu schaffen: der Vormarsch des Weltkommunismus in Kuba und Südostasien. Die steigenden amerikanischen Verteidigungskosten und der Vietnamkrieg erhöhten das amerikanische Dollardefizit gewaltig, während sich die Dollars in den Banken von London, Zürich, Paris und Frankfurt häuften. Schließlich lagen so viele Dollars in Europa, dass die Bankiers mehr hatten, als sie wollten. Sie gaben sie weiter an die Zentralbanken der Regierungen, die sie für Mark und Francs und Pfunde kauften. Das brachte die europäischen Regierungen in Verlegenheit. Sie mussten diese Milliarden Dollar von privaten Anbietern ja mit eigener Währung bezahlen. Das bedeutete eine Vermehrung der in Umlauf befindlichen Geldmenge und also ein Anheizen der Inflation, wenn dieses Geld ausgegeben würde. Es entstand der Eindruck, die Amerikaner, die ihr Zahlungsbilanzdefizit nicht in Ordnung brachten, würden einfach ihre Inflation nach Europa exportieren. Vor allem die Deutschen hatten böse Erinnerungen an die Inflation 1923. So verlangten erst sie und dann auch die anderen europäischen Länder vom Präsident Nixon, er müsse mit der amerikanischen Geldpolitik Schluss machen. Im August 1971 gab er nach. Er wertete den Dollar ab, um die amerikanische Handelsbilanz durch verbilligte amerikanische Exporte zu verbessern. Eine erfolgversprechende Maßnahme. Aber angesichts der bevorstehenden Wahl von 1972 ließ Nixon zu, dass eine Hochkonjunktur einsetzte. Die Inflation war nicht mehr zu stoppen. Noch mehr abgewertete Dollars häuften sich in Europa, ungewollt und ungeliebt.
Im Februar 1973 war das System von Bretton Woods, wonach alle Währungen an den Dollar gebunden waren, zusammengebrochen. Von nun an waren die Wechselkurse zwischen den Währungen frei, mit allen Risiken für internationale Kapitalanlagen und für den internationalen Handel. Man kann sagen, nun waren die Vereinigten Staaten ein Land wie jedes andere, nicht mehr die Stütze finanziell bedrängter Länder. Von nun an musste jede amerikanische Regierung sich damit abfinden, wie hoch die ausländischen Devisenmärkte ihr Geld bewerteten. Das System von Bretton Woods war tot, noch ehe die Welt mit der Ölkrise konfrontiert wurde. Nach dem arabisch-israelischen Krieg von 1973 spielten die Araber ihren Trumpf aus. Das Ölkartell OPEC, die Organisation Erdöl exportierender Länder, beschloss, den Rohölpreis um das Vierfache von 3 auf 12 Dollar pro Barrel anzuheben. Solch einen schweren Schlag hatten die erdölimportierenden Länder seit 1945 nicht erhalten. Praktisch über Nacht mussten die Industrieländer und die Länder der Dritten Welt Milliarden Dollar auftreiben, um die gewaltig gestiegenen Energiekosten bezahlen zu können. Die Vereinigten Staaten waren genauso schwer betroffen wie alle anderen. Diesmal konnten sie nicht großzügig helfen wie in den 40er und 50er Jahren, als sie den Wiederaufbau in Europa und Japan finanzierten. Und weder der Internationale Währungsfonds noch irgendeine andere internationale Organisation war so reich, dass sie die Rolle des rettenden Geldgebers übernehmen konnte. Einzig die Araber selbst hatten Geld genug, dass sie Ländern mit Erdölzahlungsproblemen helfen konnten. Als Neulinge im Finanzierungsgeschäft mochten sie Kapital aber nicht direkt und langfristig an Länder mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten verleihen. Sie waren sehr vorsichtig und legten deshalb die meisten ihrer überschüssigen Milliarden kurzfristig bei Privatbanken in Europa und den Vereinigten Staaten an. Diese Banken sprangen dann in die Bresche. Sie liehen das Geld bedürftigen Ländern der Dritten Welt und erzielten damit hohe Gewinne. Bis 1981 betrug die Summe des arabischen Geldes, das von europäischen und amerikanischen Banken auf diese Weise in Umlauf gesetzt wurde, 650 Milliarden Dollar. Und hier die Schulden der Dritten Welt bei westlichen Banken. Zaire 4 Milliarden Dollar. Philippinen 8 Milliarden. Argentinien 12 Milliarden. Südkorea 16 Milliarden, Türkei 18 Milliarden, Polen 25 Milliarden, Brasilien 60 Milliarden Dollar. Die Welt der 30er Jahre unterscheidet sich sehr von der Welt der 80er. Aber man braucht kein Schwarzseher zu sein, um auch gewisse Parallelen zu erkennen. Die Weltwirtschaftskrise entstand aus dem Konjunkturrückgang. Auch heute ist solch ein Rückgang nicht zu übersehen. Die Weltwirtschaftskrise war auch Folge übergroßer Schuldenanhäufung. Heute ist die Welt wieder gefährlich mit Schulden belastet. In den 30er Jahren saßen die Schuldner in Deutschland, Mitteleuropa, Asien und Lateinamerika. Heute gehört die Bundesrepublik Deutschland zu den Gläubigern. Aber Länder wie Brasilien, Kolumbien, Mexiko, Polen, die Türkei und Korea sind gewaltig verschuldet. Die Wirtschaftskrise der 30er Jahre wurde ausgelöst von einer Finanzpanik. Ist so eine Panik wieder möglich? Blicken wir zurück ins Jahr 1929. Jahre der Hochkonjunktur waren voraufgegangen, in denen viele Unternehmen und Privatpersonen Kredite aufgenommen hatten, die ihnen kaum Sorgen bereiten mussten, solange die Konjunktur anhielt. Doch dann gab es eine Wirtschaftsflaute, der Absatz stockte, die Preise fielen. Unternehmen mussten ihre Produktion einschränken, Arbeitskräfte entlassen. Das Geld wurde knapp, Schulden konnten nicht zurückgezahlt werden. Verzweifelt versuchten Unternehmen wie Privatpersonen, ihre Aktiva zu verkaufen, um ihre Schulden bezahlen zu können. Dadurch fielen die Preise noch mehr. Die Pleiten häuften sich. Die Kettenreaktion der Pleiten erreichte schließlich auch die Banken. In den Vereinigten Staaten musste etwa ein Fünftel aller Banken schließen. Die großen Banken heute in aller Welt erscheinen uns sicher, solide und vertrauenerweckend. Aber ihre Situation ist in gewisser Hinsicht genauso bedenklich wie die der amerikanischen Banken 1929. Die Dritte Welt schuldet ihnen viele Milliarden Dollar. Und die Banken selbst haben sich auch hoch verschuldet.
hauptsächlich bei den Arabern. Wenn die Länder der Dritten Welt nicht mehr bezahlen können und die Anleger zugleich ihre Gelder abfordern, wären die Banken schlimm dran. Ihre Rolle bei der Finanzierung in allen Wirtschaftsbereichen ist heute so weitreichend, dass, wenn es zum Krach käme, die ganze Welt betroffen wäre. Das schwächste Glied in der Kette des internationalen Finanzwesens ist heute die Dritte Welt. Beispiel Brasilien. Brasilien verdient mit seinen Exporten, überwiegend Kaffee, Sojabohnen, Eisenerz und Zucker, jährlich rund 20 Milliarden Dollar. Dagegen stehen, hauptsächlich wegen des hohen Erdölpreises, Ausgaben von 24 Milliarden Dollar für Einfuhren. Um das Loch zu stopfen, muss sich das Land die fehlenden 4 Milliarden auf dem internationalen Geldmarkt leihen. Durch Steigerung seiner Exporte versucht Brasilien nun, das Defizit auszugleichen. Also wurden weitere Milliarden für Investitionen in Industriezweigen wie Stahl und Petrochemie geliehen, um durch ein größeres und besseres Warenangebot auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger zu werden. Das Ergebnis: Die Auslandsverschuldung Brasiliens hat astronomische Höhen erreicht. Inzwischen beläuft sie sich auf 64 Milliarden Dollar. Und diese Schulden kosten wieder Geld, denn die Banken berechnen hohe Zinsen. So kommt es, dass die jährlichen Zahlungen Brasiliens, Schuldenraten plus Zinsen, nun 15 Milliarden Dollar betragen, nur 5 Milliarden weniger, als das Land mit seinen gesamten Exporten einnimmt. Wenn sich die Lage nur noch ein wenig verschlimmert, müsste Brasilien das ganze geliehene Geld zur Rückzahlung alter Schulden verwenden und nicht, wie eigentlich geplant, für Investitionen oder Erdöl einfuhren. Die Militärregierung steht dieser Situation ziemlich hilflos gegenüber. Sie würde auch kaum verhindern können, dass die brasilianischen Arbeiter und Bauern die Exporteinnahmen empfindlich verringern. Abgesehen von solchen politischen Gefahren hängen Brasiliens Exporteinnahmen auch noch von den stark schwankenden Weltmarktpreisen für Kaffee, Zucker und Sojabohnen ab. Wenn nur einer dieser Preise tief fällt, kann Brasilien seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Und dann würden einige große westliche Banken in arge Schwierigkeiten geraten. Wir fragten den international anerkannten Wirtschaftswissenschaftler Professor Hyman Minsky nach den Auswirkungen solch einer Krise. Let's say coffee prices fall. An exposed international trading company that deals in coffee goes bankrupt. Nehmen wir einmal an, die Kaffeepreise fallen und eine internationale Gesellschaft, die mit Kaffee handelt, geht pleite. Sie kann einer Bank, die ihr Kredit gegeben hat, das Geld nicht mehr zurückzahlen. Es hat natürlich Rückwirkungen auf die Bank, die Geld nach Brasilien verliehen hat. Denn sie gerät nun ihrerseits in Schwierigkeiten. Sie braucht das verliehene Geld ja für ihre eigenen Verpflichtungen. Also muss sie nun selber Geld leihen. Aber sie ist auf dem Geldmarkt nun weniger kreditwürdig und man verlangt von ihr höhere Zinsen, wenn sie Geld leihen will. Überhaupt entsteht Misstrauen gegenüber Banken, die eng mit Brasilien zusammenarbeiten. Sie haben es nun schwerer, auf dem Markt Geld aufzutreiben. Und schließlich bekommt eine Bank gar nichts mehr geliehen. Dann ist der Punkt erreicht, wo sie ihre fälligen Schulden nicht mehr bezahlen kann. It says it can't pay its debts. At that moment, a whole batch. In diesem Augenblick ziehen sich viele Banken und Kapitalanleger zurück, die mit Brasilien zu tun haben. Und das löst dann einen Zusammenbruch aus, der, sofern man kein Mittel findet, den Zusammenbruch des internationalen Finanzsystems bedeuten kann. For a collapse of the international financial system. Geld an die dritte Welt zu verleihen, ist eine Seite des Geschäfts der großen Banken und bei weitem die einträglichste. Die andere Seite ist die Finanzierung von Handel und Industrie in den Vereinigten Staaten und Europa. Wenn das Geschäft mit den Ländern der dritten Welt plötzlich unterbrochen würde, ginge den Banken eine dicke Scheibe ihres Gewinns verloren. Es bliebe ihnen dann keine andere Wahl, als ihre Darlehen an die industrialisierte Welt stark zu drosseln. Und das in einer Zeit, da die Zinssätze bereits so hoch sind, dass sie Investitionen hemmen. Eine weitere Verringerung des Kapitalangebots würde die Zinssätze noch höher treiben. Die Folgen können ohne Übertreibung katastrophal genannt werden. Die Geschäftspartner der Banken, die auf Darlehen angewiesen sind, wären dann von großen Geldsorgen bedrängt. Große und kleine Unternehmen, Abzahlungsgesellschaften, Börsenmakler, Behörden, sie alle müssten nach Bargeld jagen. Sie würden versuchen, alles zu verkaufen, was sich verkaufen lässt, um ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Preise würden zusammenbrechen, Gewinne sinken und die Betriebe müssten Millionen Arbeiter entlassen, um durch Einsparung der Lohnkosten zahlungsfähig zu bleiben. Gewiss, die Ausgangssituation ist heute eine andere als zu Beginn der großen Depression der 30er Jahre. Aber schließt das aus, dass eine Anhäufung widriger Umstände uns eine ähnliche Krise bringt? Haben Regierungen und Finanzleute in den vergangenen 50 Jahren so viel gelernt, um solch ein Unglück verhindern zu können? Hollis Chenery, Vizepräsident der Weltbank, ist zuversichtlich. Well, I don't think in the modern world there is a real likelihood of default. Ich glaube nicht, dass es in der modernen Welt zu Zahlungsunfähigkeit kommen könnte. In den letzten 25 Jahren wurde bei Zahlungsschwierigkeiten fast in jedem Fall eine Umschuldung vereinbart. Obwohl ein neuer Kredit sehr teuer sein kann, ist Umschuldung immer noch besser als Zahlungsunfähigkeit, sodass ein Land bei Zahlungsschwierigkeiten unbedingt mit seinen Gläubigern verhandeln sollte, um eine Lösung zu finden. Insgesamt gesehen finde ich, dass das Privatbankensystem ausgezeichnet funktioniert. Ich habe nichts daran zu bemängeln, wie der private Markt mit dem gestiegenen Erdölpreis fertig geworden ist. Es muss aber auch gesagt werden, dass die Weltwirtschaft inzwischen von zwei Dingen erschreckend abhängig geworden ist. Vom anhaltenden Zufluss des Geldes der reichen Ölländer im Nahen Osten und vom unverminderten Geschick der Bankiers, durch ihre Kredite den Kreislauf in Gang zu halten. Wir wollen hoffen, dass die Regierungen und Bankiers diesmal alles richtig machen. Es gibt ja umfassende Vorsichtsmaßnahmen, um die Bürger vor einer neuen Wirtschaftskrise zu schützen. Das alles wissen wir. Wir wissen auch, dass angesehene Wirtschaftswissenschaftler, Bankiers und Industrielle hoffnungsvoll behaupten, die Gefahr einer zweiten Weltwirtschaftskrise sei nicht erkennbar. Aber ist das nicht genau dasselbe, was Sie auch hier in Dearborn verkündeten, als Henry Ford nur 3 Tage vor dem Börsenkrach vom Oktober 1929 den amerikanischen Kapitalismus hochleben ließ?